Moin moin, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Silent Hill Shattered Memories hier auf Netherway of Life mit mir und Dre. Na. Mir ist gerade aufgefallen, ich habe die letzte Folge einmal ganz kurz ein bisschen durchgesippt. Ich habe jetzt meinen Ton ein bisschen leiser gemacht, vielleicht ist das zu leise, wir werden es sehen. Wir haben ja hier gerade diese Polizistin getroffen. Ich vermute, dass das... Jetzt habe ich den Namen vergessen. Sybil sein könnte. Und Harry hat ja einen Autounfall. Davon hat er nichts gesagt. Er hat nur gesagt, dass er seine Tochter verloren hat. Aber er hat nichts davon gesagt, dass er einen Autounfall hatte. Interessant, ne? Naja, egal. So, also, wir haben jetzt hier das Telefon. Ah ja. Geil. Okay, cool. Damit können wir ein bisschen was machen. Guck mal, wir können damit sogar schon Fotos machen. 2010. Wann kam das iPhone? Guck mal. Boah, sogar fast in Echtzeit. Ich bin ein bisschen beeindruckt. Anruferlisten, Spiel speichern. Ach, zum Speichern ist das auch. Interessant. Okay, das machen wir. Wie schnell dauert das? Ich schwöre, ich habe nur... Ist es schon leer? Ja, ich schwöre, ich habe nur dieses eine Bier getrunken. Hat eine ganze Menge Kaffee schon wieder. Ach, guck mal. Jetzt rufen wir mal zu Hause an. Währenddessen. Hello, Cheryl, sweetie. Damn. Das ist creepy. Das ging jetzt zu schnell. Wählen. So, pass auf. Und zwar das Easter Egg, von dem ich irgendwann mal gehört habe. Ich weiß nicht wann, wo oder was weiß ich. Ist, dass man die Support-Hotline von Konami anruft. Jetzt ist hier keine Support-Hotline. Doch, hier, klar. So, welche rufen wir an? Ich würde sagen England. Wo ist es? Gibt's nicht. Doch, da. UK. 08750. Ja. 705, so. 998877. Geht nicht. Mach keinen Scheiß. Die sind alle zu lang. 985. Sieben, sechs, sechs, neun, sieben, sieben. Die passen alle nicht. Das ist doch nicht wahr. Irgendwo gab's doch das. Ja, wir rufen 911 an. Ich könnte es auch einfach googeln, ne? 911, what is your emergency? My daughter. My daughter's missing. 911, what is your emergency? My daughter's missing. Hello? Caller, please speak up so I can hear you. Shit. My seven-year-old daughter is missing. Caller, I'm having trouble hearing you. Please stay on the line. Shit. Okay, irgendwie war das gerade unangenehm. Halt, nein. Was passiert? Nichts passiert? Einfach wieder aufgelegt? Ja, ist ja klar, die Konami macht ja keine Spiele mehr. Okay, pass auf, dann machen wir das nochmal fürs Network. Ziehen wir weiter. Funktioniert nicht. Wir ziehen weiter. Wir rufen noch eine andere Nummer an. Ich habe gesehen, dass da noch die, als ich mir gerade die Aufnahme einmal angeguckt habe, das ist auf dieser Liste. Können wir rufen jetzt erstmal dieses 555-380 an. 3800. Halt. 555. 3. Mit einer Hand ist blöd. Das ist dieses Family-Ding. Thank you for calling Bodkin Health Insurance. At Bodkin, your family is our priority. We are currently experiencing technical difficulties and cannot answer your call at this time. Please try again later.
Ensure your family is protected and safeguard their future with a comprehensive Bodkin Health Plan. Because life is too precious. Habe ich versucht, ihr seid nicht rangegangen. Jetzt ist das Leben unversichert. So, hier ist nämlich ganz unten. For further information, please call Silent Hill Customer Service Center on 311. Und das werden wir jetzt mal tun. Ich habe ein bisschen Angst vor dem, was passieren könnte. Thank you for calling Silent Hill Customer Service Center. Yeah, I... Could you hold for one moment, sir? No, wait! What? Einfach aufgelegt, ihr Schweine. Wenn ich nochmal anrufe, was passiert dann? Sorry, all of our operators are busy on other calls. Please hold. Okay, aller guten Dinge sind drei, das heißt, wir rufen einmal noch an. Sorry, all of our operators. Okay. Dann haben wir noch die Police Station, die würde ich dann auch nochmal direkt anrufen. Und dann machen wir weiter mit dem Spiel. Da scheint ja hierzu nichts zu führen. Okay, da geht einfach gar keiner ran. Aber ich finde auch interessant, Riverside Motor, Lakeside Hotel, Woodland Lodge. Ja, ja, okay. Okay, und 911 haben wir angerufen, die hören uns nicht. Ah, fuck, das tat riesig weh. Offensichtlich, sonst hätte ich ja nicht so... Wäre ich nicht so laut gewesen. Okay, gut. Das sind gut investierte 5 Minuten. 7 sogar. Leute, ihr guckt hier zu. Ich kann dann... Smooth and refreshing smoke. Hemingway Lights. Kunden. Rettet unseren Leuchtturm. Wo liest du immer diese Sachen? Ah, hier wahrscheinlich. Mhm. Erinnerungen. In dieser Stadt gibt es viele verlorene und abgelegte Objekte. Diese Erinnerungen besitzen zwar keinen praktischen Wert oder Zweck, haben aber eins gemeinsam. Haben aber einst jemanden etwas bedeutet. Gott, ich kann auch lesen. Ein Licht im Winter. Drehen. Zoomen. Hupala. War das im ersten Teil mit dem Leuchtturm? Ja, ne? Okay. Ist die eine zu, dann die andere wieder auf. Okay. Oh Gott, oh Gott. Ich habe mich fast erschrocken. Ich dachte, da steht einer. Hey, Hot Dogs! Ich hätte ja gerade eine Pizza. Ich habe schon wieder Infos raus. Weißt du Bescheid? Ja. Aber okay, wenn ich mich hier schon so expose. Ach ja, du gehst ja nicht mehr automatisch. Ich muss jetzt ja immer noch drücken. Okay. Dann kann ich euch auch erzählen, dass ich eine Pizza hatte. Eine Salami-Pizza. Eigentlich nicht so mein Ding. Aber nehme ich auch. Back the way I came. Please be there. Harrys Handy hat eine Kartenfunktion. Aktivieren Sie sie, um zu sehen, wohin Sie gehen. Drücken Sie die Richtungstaste links, um die Karte herauszuholen oder vom Telefon auf sie zuzudrücken. Interessant. Die Buckman Road. War das Richard Bachmann? Richard Bachmann? Das Synonym von Stephen King? Da ist 11th Street. Da wollen wir vermutlich hin. Bird Street, Palm Avenue, Matheson Street, Hampton Street, Hawthorne Road, Block Street, Glass Street, Harry's. Das ist Harry Street. Dillon Street und Midwich Street. Lewis Street. Okay, aber dann sind wir doch nicht in Silent Hill, oder? Na gut, okay. Ach guck mal, ich kann sogar mich bewegen, während ich das Handy draußen habe. Okay.
Ja gut, er hat ja gesagt, back the way I came. Oh, und mir ist auch aufgefallen... Was? Es gibt eine Realität, die nicht mit dem bloßen Auge zu erkennen ist. Mit der Schaukel auf diesem Spielplatz stimmt irgendetwas nicht. Versuchen Sie dieses mit dem Handy. Ja. Mir ist auch aufgefallen, dass ich, als ich gesagt habe, oh ja, krass. Dass, okay, das ist nice. Fuck, wo ist die Nachricht? Ist das das? Ja. Danny, I need you. Okay, cool. Gefällt mir. Mir ist aufgefallen, dass ich gesagt habe, ja, das läuft ja flüssiger als die anderen. Und kurz danach fing es an zu ruckeln. Merkwürdig. Ist mir beim Zocken nicht aufgefallen. Interessanterweise. Daddy, I need you. Who is your daddy? Oh Gott, nein. Cheryl, Alter. Wobei. Ich weiß nicht, können wir hier spoilen? Obwohl, da kann ich ja auch nicht drüber reden, weil die ist ja auch erst 17. Die war schon süß. So. Das kann man, glaube ich, sagen. Mittlerweile wäre sie ja... Wann kam das raus? Gott, mittlerweile wäre die älter als ich. Das geht schon klar. Das geht schon klar. Was kann ich hier benutzen? Achso, das Ding. Ja, nee. Wie erkenne ich das jetzt, dass da was nicht mit stimmt, dass ich da realitätenmäßig was machen kann? Echo-Nachrichten. Starke Emotionen bleiben oft an Objekten haften. Irgendetwas in diesem Raum stört Harrys Handy. Achten Sie darauf. Achten Sie auf das Wimmern und gehen Sie der Störung nach. Ja, ich würde vermuten, das Videotape dann hier, ne? Oder auch nicht. Boah, das ist creepy. Das hat irgendwie was Unheimliches. Das finde ich sehr gut. Krass, wie es mir jetzt schon besser gefällt als Origins. Hier vibriert auch die ganze Zeit irgendwas. Irgendwo ist hier... Da, da. Jetzt bin ich wieder weg. Ich höre aber auch kein Wimmern. Boah, nee, das ist ja richtig eklig. Boah. Das funktioniert sehr gut bei mir gerade. Okay. Whatever weaknesses our flesh may suffer under, our love will cure all ills. Our love will be our rock. Look behind you. DVD transfers! Alter! Also VHS ist ja alt, aber DVDs, Alter? Hat auch kein Mensch mehr. Kein Mensch will DVDs mehr haben. Also ich hätte lieber VHSen, als DVDs. Ganz ehrlich. Uiuiui, Frames. Gut, vergesst das mit den Flüssiglaufen. Posten, what? Market? Hui. Sorry, wo kommt das denn jetzt her? Ich habe mir extra Kaffee reingeballert, dass ich hier so... Bisschen, naja, egal. Because life is too precious. Jetzt bin ich so ein bisschen, zu Hause. Cheryl? Daddy? Daddy? Sweetie, you're okay? Are you at home? Sweetie, wait there. Wait for me. You have to run, Daddy. You can't fight them.
What? Is somebody with you? Cheryl, I'm coming to get you. Damn it! Whoa, what? Sehr geil. Das ist ja geil. Das ist ja geil. Okay, ist ein bisschen merkwürdig, dass es jetzt Schnee bzw. Eis ist. Weil das war ja immer so das Ding. Oh, es schneit. Nee, es ist kein Schnee, es ist Asche. Glaube ich, war es immer, ne? Und hier ist es auf einmal doch Eis und Schnee und so. Ist aber auf dem Cover schon so zu sehen, dass es auf jeden Fall kalt wird, sozusagen. Okay, aber wo muss ich denn jetzt hin? I'm coming to get you. Das sieht nach einer Tür aus, die ich öffnen kann. Vor allem, weil das Licht auch hinblinkt. Folge dem Licht, mein Schatz. Oh, ich muss mich mal bequemer hinsetzen, hier mir schläft der Fuß ein. Hey, finden Sie den Ausweg. Folgen Sie den blauen Kanten, welche die Route markieren. Die Routen. Achten Sie auf die Störungen, die auf Gefahren hinweisen. Finden Sie den Ausgang zur 11th Street und entfliehen Sie dem Albtraum. Ja. Wieso ist hier hinten etwas, wenn ich da über diese blaue Wand klettern soll? Guck mal, hier ist eine Tür. Aha. Okay, das ist eine Störung. Das ist ja dann eine Gefahr. Aber konnte man die Gefahr schon sehen? Ja, das mag ich sehr. Guck dich, das ist richtig unheimlich. Oder? Geht's zu mir gerade so? Das ist mega unheimlich. Was? Ja, wie gehe ich denn ran? Ach, Kreis einfach drücken, oder was? Nee. Uah, okay. Man kann sie nicht bekämpfen, okay. Es sind viele. Also bis jetzt ist es nur das eine Viech. Man kann sie nicht töten oder verletzen. Interessant. Entkommen sie ihnen. Finden sie den Ausgang aus dem Albtraum. Ach du Scheiße, okay. Oha. Okay, die Kämpfe sind Quicktime-Events. Interessant. Oha, es sind sehr viele, okay. Wie kann ich den ausweichen? Gar nicht. Okay, das gefällt mir jetzt schon nicht. Okay, aber das könnte interessant stressig werden. Ist er verletzt? Ich vergesse immer, dass ich drücken muss, damit er durchgeht. Hinter mir? Probably. Ui. Uah. Okay, das ist am Ende. Sind das immer die gleichen Testen? Also je nachdem, von wo sie angreifen? Das ist dann mehr eine. Fluchtsequenz, Escape-Sequenz, so. Hui, okay. Umwerfen. Als würden sie das aufhalten. I
Eieiei, ist das ein Wii-Spiel. Holy crap, ich weiß nicht, wo ich bin. Also, wo ich hin muss, vor allem. Aber da stand ja die blau markierten Dinger. Guck mal, hier ist ein Dingsbums drüber. Aha. Sind's auf einmal wieder zu Alien Isolation. Oh Gott. Okay. 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 Je nachdem, wo sie angreifen, muss ich den Knopf drücken. Vor mir, hinter mir oder an der Seite. Ich verstehe nicht, wenn ich irgendwo rüberkletter, dann hängen sie mir ja am Rücken. Wieso muss ich dann Dreieck drücken? Das, ich hätte dann eher X gesagt. Oh, okay. Die Frage, die ich mir jetzt stelle, ist ja, ob ich überhaupt richtig laufe, ne? Okay, und ich muss bei den Türen, wenn ich renne, nichts drücken. Da rennt er dann einfach so durch. Guck mal, aber ich scheine irgendwo anzukommen. Okay. Ach, das meinte sie wahrscheinlich damit. Ist gerade wieder einfach normal geworden? Nee. Also eine Freundin von mir, die Lizzie, die ich schon mal angesprochen hatte. Das freut er sich so. Meinte, dass das sehr geradlinig wäre und schon fast Railgun. It's good that we touched on the car crash. That would have been a breakthrough before. But let's leave that topic for a while. I want to talk about family. It's important to you. For you, family is about physical affection and making your feelings known. For giving me that look. I'm talking too much. Well, let's have you talk, or not, or whatever you feel comfortable doing. Let's play true or false. Is it true to say you're a private person? Hier ja eher nicht, ne? Aber ich sag mal, wenn man mich kennenlernt, bin ich schon eher so der ruhige, zurückhaltende Typ. Aber wenn ich mich dann wohlfühle und so, dann eher nicht. Schwierig. Nee, ich bin eher nicht der zurückhaltende Typ. Would you say it takes a while for people to get to know you? Ja, eigentlich bin ich sehr einfach, aber dem liegt was zugrunde, dem man erstmal, da muss man erstmal rankommen, und das kann dauern, ja. Aha. People can choose their friends, but not their family. Nö, ja. Would you prefer to spend time with friends over family? Also ich würde meinen Cousin also als einen meiner besten Freunde bezeichnen. Der Rebel Bo, Porky, Torge, wie auch immer ihr ihn nennen wollt. Habt ihr hier vielleicht schon öfter mal gesehen. Aber lieber Zeit mit Freunden als mit der Familie. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, ja. Nee. Nothing surprising there. Now, you're going to like this. On the table are some pencils and a picture. I want you to let out your inner child and color in the picture. It's titled Happy Family. Gott, okay. Also ich finde, Familie ist so das Wichtigste, zumindest so einen großen Teil. okay, das funktioniert so, alles klar. Aber sie kann einem auch auf den Sack gehen. Aber Familie, meiner Erfahrung nach, ist Familie steht immer hinter einem. Zumindest ist das bei meiner Familie so. Ich kann mich immer auf meine Family verlassen. Deswegen Family over everything. Ups, nein. Nein, bin ich nicht. Nein, 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 nein. Ich wollte nur eine andere Farbe nehmen.
So, das Auto ist rot. Für mich ist das Auto rot. Das liegt daran, dass wir die Karre wahrscheinlich so gesehen haben in rot. Oh Gott, okay. So, rot. Wir haben kein Braun. Doch, haben wir, da. Und die Bäume noch ein bisschen bräunlich einfärben. Hätte ich das gewusst, dass ich heute hier Sachen ausmale, hätte ich mir was Schickeres angezogen, auf jeden Fall. So, wie machen wir die Hütte? Gut, den Himmel machen wir lila. Das finde ich gut. Ja, ja. Was sagt das über mich aus? Dass mich das hier gerade nervt und ich eigentlich nur möchte, dass es weitergeht? Oder dass ich das ein bisschen albern finde? Hupsi. Jetzt füll das da aus. Gott, ich brauche eine Wii. Das hat nicht viel gebracht. Okay. So, dann machen wir... Das Haus machen wir... Gelb. Ja. Hier, gelb. 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 Das Dach wird in einem rosarot. Finde ich gut. Auch dieses bitte. Vielen Dank. Das auch nochmal ein bisschen. Hier, so. Ah, schön. Das sind schöne Farben. Den machen wir schwarz. Schornstein gehört für mich schwarz. Ja, hier oben noch ein bisschen. Da, ja, 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 jeden Punkt einzeln, finde ich gut. So, dann haben wir da noch einen Briefkasten. Den machen wir. Hellgrün haben wir noch gar nicht benutzt. Den Fußboden hier so. Ah, schön. Nee. Ja. So. Das sieht gut aus. Die Reifen eindeutig hellblau, ganz klar. So, und jetzt kümmern wir uns mal um die Happy Family. Auf jeden Fall. Ja, sehr gut. Braune Augen, genau, das war mein Ziel. Braune Lippen, definitiv. Du erkennst genau, was ich vorhab, Digga. So. Hier, da hat jetzt keiner mit gerechnet. Jetzt geh da so hin. Alter, ist das fummelig. Hupsi! Naja, dann ist halt auch die Hose braun. So, ja, okay. Aber Mutti hat richtig freaky blaue Haare. Mutti hat richtig freaky blaue Haare. Ja, das kommt hin. Fadi hat eigentlich gar keine Haare. Aber weil ich gut drauf bin, mache ich sie einfach mal schwarz. So. Und Mutti ist T-Shirt-mäßig freaky on tour. Sieht aus wie irgendwie jemand von den Simpsons. Generell kriege ich gerade irgendwie so ein Simpsons-Wave-Vibe. Das ist ja abgefahren. Und das Höschen von Fadi ist wieder in Richtung Lilla. Ach, das ist gar kein Lilla. Ja, aber das kommt auch hin. So, und wenn ich jetzt die Garagentore noch sehe, ja. Die haben die Farbe von Fadis Shirt. Aber so was von, ja. Ah, oh, oh ja. Ja, ja, das kommt aber auch hin. Da fällt mir gerade auf, dass ich die Front von dem Haus vergessen habe. Wie unangenehm. So. Das sieht gut aus. So. Jetzt bin ich fertig. You're finished. Ja. Auch mit der Folge fast. What a lovely family home. Is your home like this? Nee. Oh, jetzt bin ich aber gespannt, ob die... Jetzt bin ich aber wirklich gespannt, ob Harrys Hütte jetzt so aussieht. Tatsächlich? Das ist ja großartig. Das ist ja fantastisch. Calamity impressed. Literally. Ich kann meinen Herzschlag spüren. Ich kann mein Gesicht nicht mehr spüren. Ich meine, ich kann es anfassen, aber ich spüre es nicht mehr von innen. Kolumbien. Kolumbien. Are you okay, son? No. What are you people doing in my house? Cheryl!
easy there. This isn't your house. Some trouble, honey? No, Lucy. This man here is just a little confused. This is my house! Well, I don't see how that can be the case. We've been here nearly 14 years. Sure you got the right address? Aber schade. That was our daughter, Katie. You're in a bad way, son, getting yourself all worked up. Are you okay? I am not okay. I was in a car accident. My daughter is gone, and you people are in my house. This is all wrong. You're starting to make a scene. This doesn't make sense. Not at all. Cheryl! You are upsetting my wife. Get the hell out of my house. It's my house. It's my damn house! Cheryl! Es ist ein bisschen enttäuschend, dass sie nicht schwarz sind und dass Mutti keine blauen Haare hatte. Aber ich bin gerade wirklich stark beeindruckt. Das finde ich gut. Das ist exakt so das, was ich mir daraus erhofft habe. Das ist so eine. Das sind ja Kleinigkeiten. Das ist ja jetzt nichts wahnsinnig krass Beeindruckendes irgendwie. Wenn man mal so drüber nachdenkt. Wobei 2010. Aber ich habe sowas noch nie gesehen in der Art. Außer bei. Tearaway. I think they've got Cheryl. Okay, calm down, Harry. Er hat auch noch gar nichts gesagt. It's okay, Mike. I've got this covered. You know him? You're part of this? Hold up. You saw my license. This is my home. Can I see that license again? Du wohnst nicht in 11th Street. They don't have your daughter. They're school teachers. Ach ja, dann haben sie keine Kinder. Let me and you head to the police station. Also nicht meine zumindest. Shouldn't have trusted you. Damn cops. Don't say anything you're gonna regret later. I'm on your side, Mr. Mason. Come with me and we'll make this right. Come with me if you want to live. Warum sind die Reifen nicht blau? Es sind Kleinigkeiten, es sind die Details, die fehlen. Aber es ist schon... Das finde ich gut. Das sind noch... Da hat sich noch mal jemand... Ja, ja, da hat sich noch jemand getraut, was zu machen. So, das ist schon cool. Ja, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Danke fürs Zusehen, wie ihr schon reingegangen. Macht's gut, lasst ein Like da, würde mich freuen. Macht's gut, habe ich schon gesagt. Ciao. Gott, wie bin ich wieder am Glänzen? Ich bin schon wieder der weißeste Mensch in diesem Raum. Jetzt geht's. Scheiße.